so creepy und im Nachhinein hätte ich echt gesagt, Abstand, ich will das nicht, weil ich habe das nicht gecheckt, aber jetzt so im Nachhinein checke ich es, ich würde sofort sagen, lass mich, Abstand, es geht gar nicht. Und der hat es auch rumerzählt. Willkommen zu einem neuen Video. Und warst du schon mal auf einem Konzert oder hattest auch bei dir zu Hause einen Star im Zimmer hängen oder hast es vielleicht sogar noch? Ein Poster. Ich weiß noch, als ich jünger war, ich war damals Backstreet Boys Fan, gab es noch kein Internet und keine Handys, weswegen ich die toxischen Dynamiken von manchen Fanbases nicht wirklich mitbekommen habe. Aber willkommen im Internet. Das ist tatsächlich teilweise sehr extrem. Ich werde auch in diesem Video von meinen Anfängen in Sachen YouTube berichten. Was für eine Macht Fans allerdings haben, das sehen wir jetzt in dem Video von Brust raus. Wenn Fans zu weit gehen, Obsession, Drohungen und Doxing. Obsessive Fans waren mir vor allem ein Begriff, nachdem ich ein paar K-Pop-Dokumentationen geschaut habe. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was diese Fanbase an Macht hat. Aber da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, die sehr erschreckend sind. Und wir gehen jetzt ins Video rein. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und folgt mir gerne auf meinem Instagram-Account jasmingnu. Und wenn ihr auch Lust habt auf Livestreams, ich komme ja ursprünglich aus dem Gaming, dann kommt doch gerne auf Twitch vorbei. Da heiße ich gnu-live, immer sehr, sehr lustig. Würde mich sehr freuen. Und jetzt gehen wir rein. Wer von euch hatte ein Poster von einem Star im Zimmer hängen? Ich. Ich hatte damals Orlando Bloom in meinem Zimmer hängen, weil meine Schwester wollte es nicht. Und tatsächlich nicht mal, weil ich ihn toll fand, sondern weil ich gemerkt habe, dass jeder meiner Freunde und Freundinnen ein Poster von einem Star im Zimmer hängen hatte. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich auch einen. Aber er war hinter einer Kleiderstange gehangen. Oder war schon mal auf einem Konzert? Oder hat sich Merch gekauft, um jemanden zu supporten? Ich war auf einem Konzert von Backstreet Boys damals. Zweimal. Und ihr? Das würde mich mal interessieren. Seid ihr Konzertgänger? Boah, ich war das letzte Mal auf einem Konzert, als ich 10 war. Das ist ja schon 50 Jahre. Vielleicht sogar einen Fan-Account erstellt, der regelmäßig Updates zu einem Star postet? Schon mal Beef mit jemandem gehabt, weil jemand etwas gegen die Musik von einem Idol gesagt hat? Nee, das war zu meiner Zeit noch nicht. Da war es noch nicht so, dass jeder ein Handy hatte. Da gab es es auch noch nicht und Internet sowieso noch nicht. Vielleicht ging diese Person ein bisschen zu weit und deswegen hattest du keine Wahl und musstest ihre private Adresse veröffentlichen und die gesamte Fan-Community auf diese Person losschicken, damit es nicht nochmal passiert? Das ist ja bei K-Pop so schlimm teilweise. Da ist es ja richtig, richtig krass, was für einen Einfluss die Fankultur da hat. Fang nochmal an. Fan von etwas oder jemandem zu sein, kann eigentlich etwas sehr Schönes und Bereicherndes sein. Fans heizen auf jeden Fall Diskussionen an. Ich meine, diese ganzen Videos gäbe es auf unserem Kanal gar nicht, wenn die Fans. Ich habe ja auch letztens mit Valeria und Aurora gesprochen und wir werden auf jeden Fall was zusammen machen. Das freut mich für meinen Kanal und für ihren Kanal. Deswegen freut euch drauf. Da habe ich richtig Bock. Das ist cool. Sind auch gar nicht weit weg von mir. Und ja, ich muss zugeben, immer wenn ich über bestimmte Künstlerinnen oder Künstler rede, habe ich die Fans im Hinterkopf. Und bevor jetzt alle Swifties in unseren Kommentaren abhaten, ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, ohne Talent wäre sie sicher nicht da, wo sie jetzt ist. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst vor euch, aber es hat einen Grund. Immer mehr Menschen reden in letzter Zeit über toxische Fans oder ganze Fan-Communities. Ja, ich meine, das merkt man ja schon, wenn YouTuber A mit YouTuber B Streit hat, dass da teilweise die Fans so übertreiben mit Beleidigungen oder wenn du hast eigentlich immer erfahren, wenn ein Video über dich gemacht worden ist, sobald dann die Community rüberkam, dich beleidigt hat, wusstest du schon, ah, okay, da ist irgendwas gewesen. Diskussionen, die ausarten, Stimmungen, die kippen, Stars, die sich damit unwohl fühlen und einschreiten, bis hin zu Übergriffen im echten Leben. Und vor kurzem ist auch die Horror-Thriller-Serie Swarm, auf Deutsch Bienenschwarm, rausgekommen. Hier wird toxische Fankultur auf eine sehr extreme Art und Weise dargestellt und es gibt ein paar richtig offensichtliche Anspielungen auf Stars und ihre Fans im echten Leben. Ihr habt uns deswegen auch schon mal geschrieben, deswegen wollte ich mir das alles mal genauer anschauen und die Fragen klären, warum wird man überhaupt Fan? Welche extremen Fälle gibt es wirklich? Ab wann werden Fans toxisch? Nicht nur für die Stars, sondern auch für sich selbst? Und was davon sollten wir vielleicht auch mal überdenken und hinterfragen? Also an alle Swifties, Beliebers, Little Monsters und Brustrausis da draußen und alle anderen, let's go. Brustrausis. Brustrausis? Nee, das lassen wir lieber, glaube ich.
Erstmal sollten wir klären, was ist überhaupt ein Fan und wie wurden daraus richtige Fandoms? Anscheinend gibt es Fans mindestens seit der Antike. Es gab schon Anhängerschaften von Wagenlenkern im alten Rom. Aber über die Entstehung vom Begriff sind sich Sprachforschende gar nicht mal so einig. Die einen sagen, dass das die Verkürzung vom Wort Fanatic ist. Die anderen sagen, nicht jeder ist direkt ein Fanatiker oder eine Fanatikerin und vermuten, dass es eher vom englischen Wort to fancy kommen könnte. Fancy. To fancy. I fancy you. Fandoms gibt's schon so seit 1900, da war es aber noch ein ziemliches Nischenphänomen für Menschen, die sich selbst zu einer bestimmten Community gezählt haben. Und ab so 2010 ist das dann im Mainstream angekommen. Hier hat das Marvel-Universum einen sehr großen Teil dazu beigetragen und über die Zeit wurde aus einer Nische eine sehr intensive Form von Konsum und Superhelden wurden zu einem wichtigen Teil der Popkultur. Vor allem dank Social-Media-Plattformen wie Tumblr oder Twitter wurden Fan-Communities und Fan-Identitäten immer weiter verstärkt und so immer größer. Ja, durch Instagram und TikTok auch. Das ist also, was ich da teilweise so für Theorien die ganze Zeit mir anschauen muss, wo ich denke, Leute. Also ich glaube, es hat hier auch wieder das Phänomen, dass sich halt auch gerade Fans sehr exzessiv mit der einen Person auseinandersetzen und die halt Teil des Lebens wird. Und sobald es der schlecht geht, fühlen sie sich halt auch, also haben halt Empathie und fühlen das halt auch sehr und wollen dann ihre Wut auch irgendwo rauslassen, weil du hast ja mein Vorbild gerade beleidigt und verletzt. Auch gerade so öffentliche Beziehungen, wie es jetzt bei Justin Bieber und Hailey Bieber war. Oh, ich finde das so schlimm. Also wirklich, das muss einen psychisch ja so belasten, wenn einfach die ganze Welt sich über Clips lustig macht, wo du hingefallen bist, weil Hailey Bieber ist da mal hingefallen, als sie von den Paparazzis abhauen wollte. Es gibt einen Clip, wo einer der Paparazzi sagt, hey Justin Bieber, wie geht's dir? Und dann kommt Hailey, sagt er, und wer bist du? Also so richtig gemein. Die riesigen Fan-Communities von Bands wie One Direction oder BTS haben dann auch dazu beigetragen, dass sich das Bild von Fans gewandelt hat. Ja, BTS ist ja krass, weil diesen ganzen K-Pop Fans ist es ja auch oft so, dass die entschieden haben, was in die Trends kommt, weil die so riesig und groß waren, dass sie diese Videos von den K-Pop-Stars auf YouTube extra alle kommentiert, geliked haben, mehrere Accounts gemacht haben, dass es so in die Trends geboostet wird. Also das ist ganz, ganz krass. Da gibt's auch echt interessante Videos, wenn ihr mal wollt, dass wir uns sowas anschauen, voll gerne. Aber es kommt dir bestimmt eh vor. Von den kreischenden Teenie-Girls, die man nicht wirklich ernst genommen hat, hin zu einem positiveren Bild von Fans, die auch aktiv sind, für Dinge einstehen und was bewegen wollen und können. Was und wie genau, da komme ich später nochmal drauf zurück. Drei Sachen machen einen Fan vor allem aus. Erstens, eine soziale Beziehung. Also zum Beispiel, ein Fußballfan geht ins Stadion und wird so Teil davon. Ist mehr oder weniger für jeden zugänglich. Zweitens, dass man überdurchschnittlich viel Emotion und Leidenschaft für etwas oder jemanden hat. Also, dass man etwas spürt, versteht ihr? I feel it. Und drittens, dass man in das Fanobjekt investiert, das gehört auch dazu, egal ob es um Zeit geht oder wie in den meisten Fällen um Geld. Ich sag jetzt eine Sache, von der ich nie gedacht habe, dass ich sie jemals im Internet erzählen werde, aber ich war zusammen mit meiner besten Freundin als Kind zum Beispiel Fan von den Olsen Twins und später dann auch Tokyo Hotel Fan. Süß. Tokyo Hotel Fan, ne? Tokyo Hotel war wie Teletubbies. Keiner wollte sagen, dass es gehört und geschaut hat. Und noch schlimmer, ich habe alle Twilight-Bücher gelesen. Das finde ich aber nicht schlimm. Ich habe tatsächlich Twilight damals gelesen auf Englisch, um mich auf meine Englischprüfung vorzubereiten. Das hat mir sehr viel geholfen. Ich bin aber nur bis zum zweiten Band gekommen. Und ich muss sagen, ich fand die Bücher besser als den Film. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin mal gespannt. Aber ich fand die Bücher nicht schlecht. Tokyo Hotel, das ist ja jetzt fast wieder... Ist eigentlich wieder okay, ne? Tokyo Hotel ist eigentlich wieder okay. Okay. Ihr könnt jetzt aber offiziell judgen, wenn ihr wollt, das ist okay. Ich hab's vielleicht verdient. Aber als Teenie hat mir und meinen Freunden das auf jeden Fall was gegeben, okay? Wir haben darüber geredet, gebondet und vielleicht auch so ein bisschen geschwärmt. Laut Therapeutin Julia vom Psychologie-Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR ist es auch sehr normal, dass man sich in der Zeit für sowas interessiert. In der Regel ist es so, dass wir im Jugendalter Fans werden und sich das eigentlich auch so mit dem Erwachsenwerden dann so langsam ausschleicht. Zum einen hat es damit zu tun, dass wir uns von unserem Elternhaus so ein bisschen distanzieren. Dass wir so, ja, vielleicht sogar rebellieren und uns neuen Vorbildern widmen. Ich glaube, so Fangirl-Momente hatte ich auch nur, als ich klein war. Und neuen Gemeinschaften, ja, ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl und uns eben versuchen auch zu finden. Und da passiert es eben schnell mal, dass wir Fans werden, dass wir mit FreundInnen beispielsweise uns für ein Thema interessieren und das auch so ein Thema wird der Clique vielleicht sogar, dass man da neue Sachen immer wieder sucht und vielleicht auf Konzerte geht oder zu Sportspielen. Kleiner Fun Fact, das Tokyo Hotel Konzert war die mit Abstand schlimmste Konzerterfahrung meines Lebens. Ich wurde fast zerquetscht von den anderen kreischenden Teenie Girls, musste aus der Menge rausgezogen werden, hab alle meine Freundinnen das ganze Konzert lang verloren. Es war super beängstigend und ich war danach auf jeden Fall kein Tokyo Hotel Fan mehr. Was?
Was bist du denn für ein Fan? Boah, ist ja schon traumatisierend. Also ich muss auch sagen, Konzerte, ja, ich, wenn ich sitzen kann. Nein, also ich glaube, was für ein Konzert ich immer schon gehen wollte, war auf jeden Fall Hans Zimmer und System of a Down. Ich weiß, es ist echt sehr konträr, aber das sind so zwei Konzerte, die stehen auch auf meiner Bucketlist. Ich hatte auch Titus und so mehrere Tage. Das war mir ein bisschen zu hart. Mimusi. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie extrem Fan-Communities sein können. Und genau das treibt die Serie Swarm auf die Spitze und vermischt es mit der Realität. Ich versuch's mal spoilerfrei, aber ein paar der Dinge muss ich trotzdem zu der Serie schon erwähnen und auch zeigen. In der Serie geht es um Dre. Sie ist ein absoluter Superfan von der Sängerin Nyjah. Sie ist für sie die beste Sängerin der Welt, für die sie alles tun würde. Sie hat einen Twitter-Account und ich sag mal, duldet es nicht, wenn irgendjemand was gegen ihre Lieblingssängerin sagt. Das ist ja wie mit der TikTokerin damals. Da haben wir doch auch auf die Dokumentation von Klängern reagiert, wo auch ein Mädel das Fanpage für sie gemacht hat. Das wirklich verletzend gefunden hat, dass sie nicht gesehen wird und dass es wirklich alles für sie ist und sie so und so viele Stunden am Handy hängt. Ich sag ja auch immer, mich freut es sehr, wenn ihr süße Fanpages über mich macht, aber wir haben die Regel aufgestellt, dass ihr auf meiner Fanpage auch einfach Dinge, die euch betreffen, postet. Sei es, ihr spielt ein Instrument, ihr habt ein Bild gemalt, also auch ein bisschen unabhängig von mir, auch ein bisschen was von euch, dass nicht ich so in diesen krassen Fokus stehe, dass ihr einfach auch was von euch teilt. Das ist die neue Regelung übrigens. Auch wenn es nur online ist. Sie gerät total in Ekstase, wenn sie in die Nähe von ihr kommt und findet in dieser Community Halt. Und jede Folge beginnt mit diesem Disclaimer. Das ist keine Fiktion. Jede Ähnlichkeit mit echten, lebenden oder toten Personen oder tatsächlichen Ereignissen ist beabsichtigt. Und okay. Ja, nicht nur der Name, sondern auch ganz viele andere Situationen spielen da ziemlich krass auf eine echte Fan-Community an. Den Beehive, also die Fans von Beyoncé. In dem Film beißt die Hauptfigur Dre zum Beispiel ihre Lieblingssängerin, weil sie völlig in Ekstase ist. Und ja, sowas Ähnliches ist bei Beyoncé auch passiert. Was? Sie wurde gebissen? Okay, Beyoncé wurde von einem Fan gebissen. Das Spannende hier ist, die Serie hat Janine Neighbor zusammen mit Donald Glover kreiert, der ja auch ein Künstler und Musiker ist mit einer eigenen Fanbase. Das heißt, er hat auch seine eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Sie sagen außerdem, dass sie echte Ereignisse zwischen 2016 und 2018 recherchiert und einbezogen haben. Also sie haben echte Internetgerüchte, echte Mordfälle genommen und die mit der Hauptfigur kombiniert. Nicht viel davon ist erfunden, laut ihnen. Oh, krass. Aber es geht wohl nicht nur um Beyoncé und ihre Fans. Es kann an alle möglichen Communities erinnern, wie die Barbs oder die Swifties, die Fanbases von Nicki Minaj oder Taylor Swift. Und tatsächlich erinnern mich manche Stellen an echte Fan-Communities. In der Serie sieht man zum Beispiel, wie sich die Hauptfigur immer und immer wieder für Konzerttickets verschuldet. Und es gibt schon, auch wenn das sehr extreme Fälle sind, Fans, die wirklich wahnsinnig viel Geld für Merch, Tickets und alles Mögliche von ihrem Lieblingsstar ausgeben. How much do you think you've spent on all of this stuff I've just seen. Oh my seen. Goodness. I don't know, maybe 100. What? 100.000? Was ist das? Hier geht's übrigens um australische Dollar, was trotzdem immer noch sehr viel Geld ist. Boah. In Reddit-Beiträgen spricht ein K-Pop-Fan zum Beispiel davon, wie er das Fandom wahrgenommen hat und sagt, dass er von 25-Jährigen mitbekommen hat, die sagen, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können und zurück zu den Eltern ziehen müssen, sich aber trotzdem Konzerttickets kaufen. Oh je. Und diese Aussage zum Beispiel... Scheiß auf die Hater, okay? Ja. Nyjah ist unsere Königin und wir müssen sie beschützen, egal was es kostet. Auch wenn nicht ganz so ernst gemeint wie in der Serie, findet man ungefähr zu jedem Star, den es so gibt. Und dieser Satz zu der Fan-Community von der Sängerin Nyjah. Eine Killerbiene. Ja, okay. Nämlich, ich muss immer sagen, deswegen bin ich immer so happy mit euch, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn jetzt zum Beispiel auch Creator Streit haben und dann die Community so kommt und dich so auf alles verteidigt, dann wirkt es für mich nicht gut. Ich finde es viel schöner, wie es echt einige von euch gemacht haben, und da bin ich echt stolz auf euch, das muss ich wirklich sagen. Beispielsweise, ich wurde unter dem Spiegelbeitrag, gab es einen Beitrag von mir, und ich wurde halt echt extrem beleidigt von Leuten, grundlos. Und da waren dann Leute von meiner Community drüben, die wirklich sachlich diskutiert haben und diese Leute, die mich beleidigt haben, danach wirklich zum Umdenken bewegt haben, dass ihre Aussage jetzt echt blöd war. Das fand ich so cute. Also wirklich, natürlich ist es schön, wenn man als Creator von der Community verteidigt wird, aber es ist umso schöner, wenn es ohne Beleidigung ist und so wirklich auf so einem sehr auf Augenhöhe und nicht beleidigenden Art und Weise, weil das gibt einfach der Community-Base
einfach so viel Relaxedheit und Überlegenheit als dieses, du dumme Ihr seid wunderbar. Ein Teil des Schwarms. Wer über Niger redet, wird gestochen. Den gibt es, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, ziemlich genau so von Beyoncé-Fans. A killer bee is me. I'm a killer bee. I'm one of those people that will probably, you know, things will get personal. I definitely have turned into a killer bee a time or two. You come for us, we will sting you. Und wo dann Fiktion und Realität aufeinander getroffen sind, war, als in der Serie dieser Artikel eingeblendet wurde, weil der Superfan Dre auf die Bühne von ihrer Lieblingssängerin geklettert ist. Im echten Leben gibt es zum Beispiel diesen Artikel, in dem es darum geht, wie ein Mann auf die Bühne von einem Beyoncé und Jay-Z-Konzert klettert. Und noch krasser, genau dieses Video, das in der Serie zu sehen war, gibt es in Wirklichkeit. Ach krass, okay, sie haben sie extra eingebaut. Ist also tatsächlich so passiert. Und es gibt übrigens einige Compilations zu ähnlichen Situationen bei anderen Künstlerinnen. Ach, Jana. Wie geil Ariana Grande schaut. Und Künstlern. Das ist ja alles schon nicht ganz ohne, aber es geht noch ein ganzes Stück krasser. Und das nicht nur in der Serie, sondern auch im echten Leben. Fans und toxische Fans. Oh Gott, jetzt kommt, ja, das kommt, das krasse Kapitel. Bevor jetzt das Bild entsteht, dass super viele Fans Grenzen überschreiten und für ihre Stars alles geben, so ist es natürlich nicht. Eine Studie der FU Berlin bestätigt, es sind weniger als 10% der Fans, bei denen es extrem wird. Aber natürlich kann es extrem schlimm werden, weil beim Fansein die Emotionalität so eine ganz große Rolle spielt. Ja, die Hormone spielen da so ein bisschen verrückt. Also eigentlich, wie wenn man verliebt wäre. Wenn ich zum Beispiel mein gesamtes Geld, meine gesamte Freizeit in das Fansein investiere, dann könnte das schon so ein erster Hinweis darauf sein, dass es nicht mehr so ganz gesund ist, wenn man zum Beispiel eine Band monatelang hinterherreist, monatelang vor Stores campt, um irgendwas Besonderes zu bekommen von der Band. Und auch dann, wenn man beispielsweise den Freundeskreis komplett umsortiert. Ich finde es immer krass, wie man, also man sieht immer, wie stark Fantasien sind, weil natürlich hatte das jeder schon mal von uns, ein Star, ein Crush. Man denkt, oh, vielleicht verliebt er sich ja in mich, wenn ich da unten in der Menge stehe und dann sieht er nur mein Gesicht erleuchten und dann wird er mich sehen. Ist nicht so. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ihr es nicht wert seid oder nicht schön genug oder nicht toll genug. Nur man muss einfach sagen, ab einer gewissen Masse blicken die selber nicht mehr durch. Und oftmals hebt man die auch auf ein extremes Podest. Man darf ja nie vergessen, man verliebt sich ja in eine Illusion. Man kennt ja diese Menschen gar nicht. Ihr wisst nicht, wie sind die vom Charakter, wie sind die so persönlich drauf. Das wird alles ausgeblendet, weil man einfach diese Menschen auf sein so hohes Podest stellt. Also wenn man zum Beispiel im alten Freundeskreis überhaupt gar keine Kontakte mehr hat, könnte das auch so ein Hinweis sein. Manchmal eben auch dann, wenn Menschen, die jetzt kein Fan sind, etwas Negatives über das Fansein sagen oder über das Fanobjekt, das man dann aussortiert. Deswegen sollten wir hier unterscheiden und genauer auf ein paar der extremeren Stans schauen. Das bezeichnet übrigens einen sehr hingebungsvollen und im schlimmsten Fall besessenen Fan von einem speziellen Star. Übrigens ein Begriff, den Eminem mit seinem gleichnamigen Song im Jahr 2000 geprägt hat. Daran merkt man auch, diese Art von Menschen gab es schon immer. Aber vor allem 2020, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wo alle so ein bisschen mehr online waren als sowieso schon, könnte das Ganze noch ein bisschen verstärkt haben. Hier wurde das zum Beispiel auch als das Jahr der Stans bezeichnet. Stans feuern ihre Idole nicht nur an, sondern sie verteidigen sie auch. Als in der Serie Swarm eine Person etwas Kritisches zu der Sängerin gesagt hat, ging es so weit, dass die Fans den Wohnort der Person ausfindig gemacht und veröffentlicht haben. Oh Gott, das ist so krank einfach und es passiert halt auch wirklich. Meine Güte. Und auch das ist schon etwas, was mehrere Male im echten Leben passiert ist. Weil ein Journalist Taylor Swifts Album eine 8 von 10 gegeben hat, wurde er und sein Artikel auf Twitter nicht nur zerrissen, sondern er wurde auch aufgefordert, sich umzubringen und seine Adresse wurde veröffentlicht. Ey Mann, die Leute sind so dumm einfach nur, sorry, aber das regt mich so auf wieder. Also wirklich, unfassbar. Unfassbar, dieser Wahn. Und das war übrigens nicht mal der erste oder einzige Journalist, der was gegen Taylor gesagt hat und dann dafür mega einstecken musste. They sent me some death threats. They tried to get me fired from my job. Oh. And they also trawled through my tweets to see if I'd said anything problematic. Der Arme, stell mal vor, da bricht so eine Welle auf dich ein. Würde mich mal interessieren, ob die Stars sich dazu auch geäußert haben und der Community gesagt haben, hört auf mit sowas. Ich glaube, was immer ganz gut hilft, ist auch, wer das macht, gehört nicht mehr zu meiner Community. Ganz ehrlich. Also das geht gar nicht. What's it feel like to be targeted by the fandom? Not great. It's actually really unnerving. You're inundated with the hatred that they have and that becomes your whole timeline. And it's
really scary. Like, you don't know where it's going to end. Genau, du weißt nicht, wo es endet. Stell dir mal vor, das trifft jemanden, der sowieso nicht auf Social Media so viel ist, der noch nie was mit Hate zu tun hatte, der keine Person des öffentlichen Lebens ist. Und dann kommt da so eine Welle auf dich einfach. Eine 8 von 10 ist doch gut. Und auch die Adressen der Stars wurden schon mal von den Fans veröffentlicht. Und die von anderen Fans auch. Ja gut, das kennen wir ehrlich gesagt auch leider. Posted I got Taylor-related number plates, for example, and the person got up the information about my car. And posted that online, and then they threatened to come here and steal what I had and throw it out into the ocean. I didn't sleep for a couple of nights after that particular message. Why? Ich verstehe es nicht. Das nennt sich übrigens Doxing und ist seit 2021 illegal. Dass es aber in der Praxis gar nicht so einfach ist, das zur Anzeige zu bringen, das hat sich der Kanal Ultraviolet Stories in dieser Reportage angeschaut. Fakt ist, das ist mehr als ein harmloser Streich. Und klar weiß man nicht, ob hinter diesen Accounts wirklich gefährliche Menschen stecken, aber wenn private Informationen einmal öffentlich zu finden sind, ist es unmöglich, die wieder privat zu machen. Und man kann einfach nicht wissen, wie ernst es werden kann und ob es nicht im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Da würde theoretisch auch etwas harmloseres als Doxing reichen. In diesem Video erzählt eine BuzzFeed-Redakteurin, dass sie von Beyoncé-Fans wegen eines Panda-Artikels, wo sie Beyoncé draufgeshoppt hat, no joke, online angegriffen wurde, bei dem die Fans etwas falsch verstanden haben. There were so many people willing to tell a stranger to die or kill themselves over what was ultimately a misunderstanding. Sie sagt, sie war 26 zu dem Zeitpunkt und hatte eine dicke Haut, aber was wenn nicht? Was wenn sie 12 gewesen wäre zum Beispiel? Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Mich kann Social Media an einem guten Tag abfacken. Was, wenn die Person, die es liest, einen sehr schlechten hat? Dann könnte das ziemlich tragisch enden. Und genau diese Stan-Kultur ist das, was so oft als toxisch bezeichnet wird und perfekt zeigt, wie Gruppendenken gefährliche Auswirkungen haben kann auf das echte Leben. Ja. Ich habe bei der Recherche so viele verschiedene Fälle gefunden, bei denen sich Fans super kritisch verhalten haben, dass ich locker ein 2-Stunden-Video darüber machen könnte. Also hier ist safe nicht alles drin. Ich rede hier übrigens nicht von konstruktiven, kritischen Posts oder Tweets, Nachrichten oder Bewertungen. Das ist eine komplett andere Sache und völlig legitim. Es geht eher darum, dass Co-Regisseure die Fans zurechtweisen, weil sie zu aggressiv werden, wenn der Film nicht die Anerkennung bekommt, die er in ihren Augen verdient hat. Serienadaptionen von Spielen, die in Hass, Todesdrohungen und Review-Bombing ausufern. Fans, die einen 18-jährigen Schauspieler dazu gebracht haben, sich zu outen, nachdem sie ihm Queerbaiting vorgeworfen haben. Er hat in einer Netflix-Serie einen queeren Charakter gespielt. Bis hin zu rassistischen und sexistischen Backlashes, die Schauspielerinnen und Schauspieler von verschiedensten Filmen und Serien, meistens Remakes, abbekommen. Und ja, Leute, das sehen wir halt. Das große Internet, der rechtsfreie Raum für viele. Und ich sag's ja oft genug, ich hätte kein Problem, wenn man sich, um das Internet irgendwie Zugang zu haben oder zu gewissen Plattformen sich anzumelden, Accounts zu haben, verifizieren muss. Dann kriegst du einen Anruf, zeigst deinen Ausweis, zeigst dein Gesicht und die Person auf der anderen Seite verifiziert dich. Ich glaube, dass dann viele Leute relativ schnell still werden und sich nicht trauen würden, alles rauszuhauen. Ich habe noch nicht mal über die wahrscheinlich intensivsten Fan-Communities gesprochen, die K-Pop-Fans. Denn die haben auch einen Ruf, der ihnen so ein bisschen vorausgeht. I don't think it was their best. Like, it's not bad, but it's just not their best. Oh. Yo! Me! You're ugly! You're disgustingly ugly! Hängt unter anderem... vielleicht damit zusammen, dass Twitter voll ist von K-Pop-Posts, teilweise auch unter Beiträgen, bei denen es überhaupt nicht darum geht und wie unangebracht und auch nicht wirklich angebracht ist, sie zu erwähnen. Das ist gefühlt nochmal ein komplett eigenes Thema, deswegen wie extrem krass hier die Fans organisiert sind und wie tragisch manche Fälle auch geendet sind, das könnt ihr hier in diesen Videos gut sehen. Oh cool, das müssen wir nicht auch mal anschauen, weil das fand ich auch teilweise echt crazy. Und ich habe mich einfach nur gefragt, warum? Also was bringt eine Person dazu, aus eigentlich positiven Gefühlen für ein Produkt oder eine Person solche Dinge zu sagen, zu schreiben oder zu tun? Bei der Seite Very Well Mind, bei der sich ExpertInnen mit mentaler Gesundheit beschäftigen, wird das so erklärt. Fans sind nicht nur persönlich, sondern auch in der Community so investiert, dass sie alles, was damit einhergeht, verteidigen wollen. Sowohl ein Star als auch die Community zum Beispiel. Sie sehen es also als Erweiterung von sich selbst und fühlen sich in ihrer Identität bedroht, wenn jemand was dagegen sagt. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man denkt, ihr habt meine Kindheit ruiniert mit dieser Neuverfilmung. Nein. Ihr habt meine Kindheit zerstört, weil ihr Ariel eine neue Stimme gegeben habt in einem alten Disney-Film. Mit Leuten aus der Community hatte ich eigentlich immer nur Probleme, als ich kleiner war. Und deswegen alle, die mit YouTube und Twitch anfangen, möchte ich sagen, Vorsicht, gerade wenn ihr damit anfangt. Weil
man lässt Leute dann doch ein bisschen näher an sich ran, weil es ist noch kleiner, es ist überschaubarer. Ja, es entstehen vielleicht Freundschaften. Und da muss man sehr aufpassen. Gerade auf Twitch gibt es da oft eine toxische Dynamik mit dem Thema Moderatoren auf Twitch. Es gibt auf Twitch im Live-Chat die Möglichkeit, Moderatoren einzustellen, die quasi deinen Chat säubern. Und da hatte ich teilweise Leute, die wirklich ihre Autorität ganz abartig anderen gegenüber zum Ausdruck gebracht haben und die unterdrückt haben, angeschrien haben, andere zum Weinen gebracht haben. Ich hatte mal ein gruseliges Erlebnis mit jemandem, der wirklich dachte, weil ich habe auf der Gamescom jeden umarmt, ihn auch, und er dachte durch diese Umarmung, wir sind jetzt zusammen. Und es war so creepy, und im Nachhinein hätte ich echt gesagt, Abstand, ich will das nicht, weil ich habe das nicht gecheckt, aber jetzt so im Nachhinein checke ich es, ich würde sofort sagen, lass mich, Abstand, es geht gar nicht. Und der hat es auch rumerzählt, dass wir zusammen sind. Also wirklich absurd. Und genau da habe ich die Gefahr gesehen. Gerade wenn ihr kleiner seid und mit dem Ganzen anfangt, ein bisschen Abstand, Vorsicht, wenn ihr was vertraut, könnte gefährlich werden. Ich kenne das zum Beispiel bei den SpongeBob 3D-Remakes. In so einem Fall geht die Verbindung zum Fanobjekt über die aktuelle Beziehung hinaus zurück zu diesen prägenden Jahren. Und dann fließt da persönliche Geschichte und auch Erinnerung mit rein. Wenn das jetzt geändert oder wiederbelebt wird, dann gibt es da eine Trennung zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Ich. Man macht das dann auf so eine Art, um seine Identität zu schützen. Ein anderer Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, ist, wenn die Community zu einem wichtigen Support-System geworden ist. Diese YouTuberin erklärt hier, wie sie einmal ziemlich viel Hate abbekommen hat und dann mit einem Troll ins Gespräch gekommen ist und von ihm wissen wollte, wieso er ihr gemeine Sachen schreibt. Er sagt, er war Teil einer Discord-Fanbase, wollte nicht ausgeschlossen werden und hat einfach mitgemacht, weil er sonst kaum Freunde hat und sich oft einsam fühlt. Ich wollte von Julia wissen, wie man am besten damit umgehen kann, wenn man merkt, dass man selbst oder jemand, den man kennt, vielleicht so ein bisschen zu tief in diesem Fan-Dasein drin ist. Es ist natürlich nicht so einfach, wenn man jetzt in diesem Fan-Sein, in dieser Community vielleicht auch drin verankert ist und jetzt das Gefühl hat, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann verliere ich ja vielleicht auch einen Halt innerhalb der Fangemeinde. Aber wenn man das Gefühl hat, boah, es ist jetzt vielleicht doch ein bisschen krass geworden in letzter Zeit, dann sich da mal selber reflektieren, ist wirklich der erste Schritt. Und wenn man das Gefühl hat, man braucht da vielleicht sogar Hilfe, dann unbedingt sich jemandem anvertrauen. Vielleicht einer guten Freundin oder einem Kumpel oder vielleicht auch den Eltern. Und es gibt auch Beratungseinrichtungen, die speziell auf Fans oder auf ähnliche Communities sich spezialisiert haben, wo man Hilfe holen kann. Ach, crazy. Die Macht der Stars und Fans. Zum Schluss habe ich mich gefragt, ob Stars für ihre Fan-Communities eine gewisse Verantwortung tragen, wenn die in ihrem Namen Grenzen überschreiten. Da sind sich selbst die Fans von Beyoncé zum Beispiel gar nicht mal so einig. You're responsible for your own actions. It's not her job to control what comes out of other people's mouths. When you're a public figure, you have a moral obligation to stand up for what's right. Ich glaube, was hier oft das Problem ist, das hatten wir letztens bei Shireen David, ist die Unnahbarkeit. Du bist ja nicht mehr nahbar. Wir Creator machen einfach ein Video und sagst, sag mal, spinnt ihr, wie benehmt ihr euch eigentlich? Und das machen die ja gar nicht. Ich finde auf jeden Fall, es gibt immer Leute, die aus der Reihe tanzen, wenn du jemanden in deiner Community hast, der Teil deiner Community ist, der ein dummes Arschloch ist und schlimme Dinge tut, dann finde ich es schwer, den Creator dafür verantwortlich zu machen. Ich finde aber, wenn eine unangenehme Bewegung entsteht, dann ein Machtwort zu sprechen, ist nicht schlecht. Das hat ja beispielsweise auch Selena Gomez gemacht, dass sie gesagt hat, hey Leute, ihr könnt doch nicht Hailey Bieber Morddrohungen schreiben. Was ist los mit euch? Ich glaube, sowas kann man schon machen. Die Frage ist, kriegen die das überhaupt mit? Wenn sie es mitkriegen, glaube ich, wäre es schon sehr einflussreich, wenn eine Beyoncé ein Video an ihre Fans, Community richtet und sagt, ich unterstütze keinerlei Hass. Ich kann mit Kritik umgehen. Ich wünsche das mir von euch auch. Ich glaube, dass das schon mehr Einfluss hat, als man denkt. For the people that are following you. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt, denn es gibt Stars, die das gemacht haben. Zuletzt zum Beispiel Selena Gomez. Ja. Sie hat sich zu dem ganzen Drama rund um Hailey Bieber geäußert und gesagt, dass es ihr zu weit geht und sie nicht dafür steht, dass man Todesdrohungen verschickt. Trotzdem würde ich hier, sie ist sehr gut, dass sie es gemacht hat, aber ich glaube, nochmal ein Video, das auf TikTok hochladen und nochmal auf Instagram nochmal mehr gut, ihr polarisiert ja eh alles, was in die Story packt. Ich glaube, das wird noch mal mehr für Aufmerksamkeit sorgen.
Schwierig finde ich es persönlich, wenn man nicht nur nichts wirklich dazu sagt, sondern auch weiß, wozu die Community fähig ist und sie dann quasi auffordert, etwas zu tun. Dann darf man sich halt nicht wundern, wenn das ausartet, meiner Meinung nach. Am Ende muss ich nochmal betonen, ja, es gibt diese Extremfälle und die muss man ernst nehmen, aber sie repräsentieren in den allermeisten Fällen nicht das gesamte Fandom. Ja, was halt auch ganz, ganz schlimm ist, wenn du als jemand, der sehr viel Reichweite hast, deine Zuschauerschaft auf jemanden hetzt. Und du siehst dann, dass deine Community die Person richtig fertig machst und dann nicht einschreitest, also mit Beleidigung, Morddrohung, was bei mir zum Glück nie der Fall ist, wo ich sehr glücklich bin. Aber ja, das kann dann natürlich auch dazu führen, dass natürlich Leute sagen, komm, wir sind für dich, wir stehen hinter dir, let's go. Und meistens auch nicht die Person, von der sie Fan sind. Die Seite WordTips ist ein Tool zum Entschlüsseln von Wörtern und die haben mal verschiedene Fanbases auf Twitter anhand ihrer Sprache und der Worte, die sie verwenden, analysiert im Rahmen eines Forschungsprojektes und haben hier super spannende Sachen herausgefunden. Unter anderem, dass die freundlichsten Fanbases doppelt so positiv sind wie die negativen bzw. toxischen Fanbases. An der Spitze der positiven Fanbases übrigens One Direction, wobei sie leider auch gleichzeitig Platz 5 der negativen Fanbases sind. Oh, ja klar, umso mehr positive, umso mehr negative hast du. Fans nutzen diese Positivität auch, um teilweise richtig große Dinge zu erreichen. 2020 haben BTS und ihr Record-Label $1 Million für die Black Lives Matter-Kampagne gespendet. In nur ungefähr einem Tag haben ihre Fans den Betrag verdoppelt. Boah. Politisch haben sie auch schon mehrmals mitgemischt, bestimmte Hashtags überschwemmt zum Beispiel, Sitze für politische Rallies reserviert, nur um dann nicht zu kommen und sie leer zu lassen. Oder nach Problemen beim Verkauf von Tickets haben Swifties dafür gesorgt, dass der Anbieter im Kongress aussagen musste. Heißt, sie könnten sogar die US-Gesetzgebung beeinflussen. Das funktioniert alles so gut, weil ihre Netzwerke genau darauf ausgelegt sind, sich so großflächig zu organisieren. Also eine krasse Macht, die Fans da haben, die man nicht unterschätzen sollte und mit der sie unbedingt verantwortungsvoll umgehen müssen. Um abschließend nochmal auf die Serie Swarm zurückzukommen. Man kann von ihr halten, was man will, aber sie hat es geschafft, dass ich an einigen Stellen nicht klar sagen konnte, was echt ist und was nicht. Sie hinterfragt auf ihre Art Obsessionen und Fandoms und ich finde, dafür muss es gar nicht erst so extrem werden. Es ist ein sehr guter Anlass, um mal zu checken, wie unsere Beziehung zu manchen Stars eigentlich so ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr selbst Fan wart oder immer noch seid und wie weit das bei euch so geht. Ich als Animal Crossing-Fan oute mich jetzt auch mal an dieser Stelle. Oh ja, Animal Crossing. Bin sehr gespannt, was ihr so sagt. Lach nicht. Hier kommt ihr zum Video darüber, warum Lästern eigentlich so einen schlechten Ruf hat. Und hier kommt ihr zum Psychologie-Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und dann freue ich mich, beim nächsten Mal euch wiederzusehen. Ja, wieder super tolles Video, toll recherchiert. Ich lieb's einfach. Daumen nach oben und Abo auf jeden Fall für Brust raus. Ihr habt die 100.000 geknackt. Glückwunsch. Ja, auch die Frage von mir an euch. Seid ihr Fans? Besucht ihr noch Konzerte? Sagt ihr, nee, aus dem Alter bin ich raus? Wart ihr vielleicht auch mal so? Seid ihr noch krasse Fans von jemandem? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Auch ich würde mich über einen Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bleibt anständig und brav, aber das brauche ich euch nicht zu sagen. Wir sehen uns unten in den Kommentaren.